Nun setzen wir unsere Widerlegungsreihe von Abdul fort. Von Abdul, dessen christliche Lehre sich vom Beginn bis zum Schluss widerspricht. Schauen wir uns erst einmal das Video an. Die nächste Textstelle ist in Markus Evangelium, Kapitel 2, und auch das Markus Evangelium hat nicht Apostel Paulus geschrieben. Wir lesen hier die Geschichte, dass der Herr Jesus Christus einen Gelähmten heilte, und in Vers 5 heißt es dann: Als Jesus aber ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die Frage, die ich dir stelle, wenn du ehrlich bist: Wer vergibt Sünden? Wen bitten Menschen heute um Sündenvergebung? Den allmächtigen Gott? Ob es Juden sind, ob es Christen sind, Muslime, die heute jeden Tag die Fatiha beten, knien auf dem Boden und pilgern nach Mekka und bitten um Sündenvergebung. Und Jesus spricht heute zu einem Gelähmten: Dir sind deine Sünden vergeben. Wenn Jesus Christus nicht Gott ist, wie ist er fähig, Sünden zu vergeben? Die Menschen um Jesus Christus rum, heißt es, die Schriftgelehrten, sprachen in ihren Herzen: Wer ist dieser, dass er sogar Sünden vergeben kann? Und das ist meine Frage an dich. Wer ist Jesus, dass er Sünden vergeben kann? Und es waren Schriftgelehrten, es waren keine Laien. Und vielleicht bist du ein Schriftgelehrter, studierst vielleicht den Islam, hast vielleicht an einer Universität den Islam studiert, und liest heute diese Textstelle und stellst dir dieselbe Frage: Wer ist Jesus, dass er eigentlich Sünden vergeben kann? Und schon damals haben sich Menschen diese Frage gestellt: Wenn Jesus nur ein Mensch ist, wieso kann er Sünden vergeben? Interessant ist auch die Reaktion des Herrn Jesus Christus, dass er in ihre Herzen geschaut hat und sprach: Wieso denkt ihr solches in solche Herzen? Oder wieso denkt ihr solches in eure Herzen? Das heißt, Jesus vergab nicht nur die Sünden und bestätigte, dass er Gott ist, sondern er sieht in die Tiefe der Herzen der Menschen und erkennt, was sie denken. Und auch das ist ein Beweis, dass Jesus Christus Gott ist. Muslime beten heute 5-mal am Tag Allah an und glauben, dass er Al-Ghafur ist. Ein Name von seinen 99 Namen, Al-Ghafur, derjenige, der die Sünden vergibt. Und Jesus Christus vergibt Sünden. Im letzten Video haben wir schon anhand der Bibel veranschaulicht und bewiesen, dass Jesus nicht angebetet wurde, sondern er sich selbst vor Gott niedergeworfen und ihn um Hilfe gebeten hat. Er fiel auf sein Angesicht und betete, so wie es Muslime auch heute tun. Wenn jemand anderes außer Gott angebetet wird, kann nicht mehr vom Monotheismus gesprochen werden. Dann ist hier die Rede von Polytheismus, ein Mehrgottglaube. Denn Gott, Allah subhanahu wa ta'ala, betet sich ja nicht selbst an. Und wenn Jesus Gott ist und er auch noch einen anderen Gott anbetete, dann ist dies ein Mehrgottglaube. Gott betet niemanden an, er wird angebetet. Gott wird angebetet und an ihn verrichtet man Gottesdienste. Und wenn Jesus in Matthäus 26, Vers 39 Gott angebetet hat, also da steht nicht in unseren Quellen geschrieben nur. Da steht gerade in Bibel geschrieben. In Matthäus 26, Vers 39 steht geschrieben, dass Jesus Gott anbetete. Und wenn in Matthäus 26, Vers 39 Gott angebetet hat, Jesus, ist es unmöglich, dass er selbst auch Gott ist oder dass es Christentum Monotheismus ist. Kommen wir nun zu der Stelle, die Abdul rezitiert, und zwar Markus Evangelium, Kapitel 2, Vers 5. Da steht geschrieben: Da aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Abdul will jetzt behaupten, dass Gott der Einzige ist, der die Sünden verzeiht, vergibt. Und daher muss normalerweise jetzt Jesus Gott sein, weil Jesus hier in der Bibelstelle die Sünden von dem Gelähmten verziehen hat. Erst einmal sagt Jesus nicht, dass er die Sünden vergeben hat, sondern sagt nur, dass die Sünden von den Personen vergeben worden sind. Er sagt nicht: Ich vergebe dir deine Sünden, sondern sagt, dass die Sünden vergeben worden sind. Das heißt nicht, dass Jesus die Entscheidung getroffen hat, oder dass er allgemein diese Entscheidung treffen kann.
Und dann steht weiter geschrieben, die Juden sehen dies als Gotteslästerung. Und wie antwortete Jesus, Friede sei auf ihm, darauf in der Bibel? Auf das ihr aber wisset, dass des Menschensohn Macht hat, zu vergeben die Sünden auf Erden, sprach er zu den Gelähmten, beziehungsweise zu den Juden. Jetzt ist die Frage, von wessen Macht wird hier gesprochen? Ist es die Macht, die Jesus sich selbst gegeben hat, weil er Gott ist? Das ist absurd, denn es ist immer eine höhere Macht, die etwas gibt, und das ist Gott. Und wenn Gott Jesus die Macht gibt, beziehungsweise die Erlaubnis, den Menschen mitzuteilen, dass ihre Sünden vergeben sind, dann wird dies auch wahrheitsgemäß sein. Jesus gehorcht dem, was Gott ihnen mitteilt. Denn in der Bibel steht, dass Jesus ohne die Erlaubnis von Gott nichts machen kann. Das steht in der Bibel geschrieben. Wir interpretieren hier nicht die Bibel. Denn es steht so geschrieben, und zwar in Johannes 5, Vers 30. Da sagt Jesus in der Bibel, nicht im Koran, in der Bibel, ich kann nichts von mir selbst tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn es ist nicht meine Wille, sondern dessen Wille, der mich gesandt hat. Dass Jesus sagt, ich kann nichts von mir selbst tun, heißt, dass er von sich selbst aus die Toten nicht lebendig machen kann, dass er von sich aus nicht heilen kann und dass er von sich aus keine Sünden vergeben kann. Ich höre von Gott, von Allah subhanahu wa ta'ala, und so richte ich mich. Wenn Allah sagt, es soll der und der Person verkünden, dass ihre Sünden vergeben werden, dann richte ich mich und tue es. Denn es ist nicht meine Wille. Das, was jetzt hier geschrieben steht, in der Bibel, wenn es nicht Jesus Wille ist, wie kann er dann Gott sein? Meine Geschwister im Islam, beziehungsweise die Christen. Jetzt ist meine Frage an euch. Wenn es nicht Jesus Wille ist, wie kann er dann Gott sein? Wie kann er dann Sünden vergeben, wo doch Gottes Wille viel höher steht? Wieso sollte Jesus sagen, dass er sich nur nach Gott richtet und dabei gleichzeitig auch Gott sein? Diese Stellen aus der Bibel beweisen zu 100%, dass Jesus keineswegs Gott ist, sondern ein Prophet und Gesandter. Diese Stellen aus der Bibel beweisen auch, dass Koran nicht die Bibel widerspricht, sondern die Bibel widerspricht. Zumindest die christlichen Lehren die Bibel widerspricht, beziehungsweise das Wort Jesus widerspricht, die vier Evangelien widerspricht. In unseren Schriften, beziehungsweise in einer Hadith, wird auch überliefert, dass ein Mann zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, dass er gesündigt hat. Der Prophet antwortete ihm darauf nicht. Der Mann ging fort und kam nach einer kurzen Zeit wieder zu dem Propheten und sagte erneut, O Gesandter Allahs, ich habe gesündigt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete ihm diesmal, indem er sagte, dir wurden deine Sünden vergeben vorhin. In der Zeit, als der Mann fortging, bekam der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Offenbarung von Allah. Ein neuer Vers wurde herabgesandt, wo es sinngemäß heißt, dass von denjenigen, die aufrichtig bereuen und um Vergebung bitten, die Sünden vergeben werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht von sich aus die Sünden des Mannes vergeben. Er hörte und richtete sich nach Gott, beziehungsweise Allah, so wie es auch damals Jesus tat, wie es auch in der Bibel geschrieben wurde. Johannes 5, Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst tun, ich höre und richte mich. Mein Gericht ist gerecht, denn es ist nicht mein Wille, sondern dessen Wille, der mich gesandt hat. Das steht in der Bibel geschrieben. Auch in anderen Überlieferungen heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestimmten Personen das Paradies fest versprochen hat, wie zum Beispiel seinen Gefährten Abu Bakr, Omar, Othman, Ali und einige andere seiner Gefährten. Er hat die Namen dieser Personen ausgesprochen und gesagt, dass sie Bewohner des Paradieses sein werden, ohne Wenn und Aber. Und außerdem, im Islam ist es auch so, dass wenn jemand den Islam annimmt und die Glaubensbekenntnis ausspricht, werden der Person alle seine vorherigen Sünden vergeben.
Also wenn ein Nicht-Muslim die Schahada ausspricht, die Glaubensbekenntnis ausspricht, sind seine ganzen Sünden bis dahin vergeben. Und außerdem, als der Gelähmte das sah, dass Jesus ein Wunder gemacht hat, ja, hat er dann angefangen, an Jesus zu glauben, dieser Gelähmte. Das heißt, er wurde ein Gläubiger, der an Wunder Allahs bzw. an Wunder Gottes geglaubt hat. Und so wie wir zum Beispiel die Shahada, oder zumindest diejenigen, die sich konvertieren zum Islam, die Shahada aussprechen, werden auch deren Sünden vergeben. Genauso wie der Gelähmte auch gesagt hat oder geglaubt hat, dass Jesus mit Allahs Hilfe diese Wunder gemacht hat, beziehungsweise geheilt hat, wurde ihm dadurch die Sünden vergeben. Das widerspricht nicht mal den Koran oder die Bibel. Aber er hat ganz einfach auch die Worte Allahs weitergegeben. Nicht mehr und nicht weniger. Genau wie es Jesus in Johannes 5, Vers 30, indem er sagte, ich höre und richte mich den, es ist nicht meine Wille, sondern dessen Wille, der mich gesandt hat. Jesus war ein aufrichtiger Diener Allahs und auch ein Muslim. Die Muslime sind die besseren Christen, denn die widersprechen nicht dem wahren, gottesfürchtigen Jesus, Friede sei auf ihm. So wie Jesus in Matthäus 26, Vers 39 Gott anbetete, indem er auf sein Angesicht niederfiel, so beten auch wir Muslime Allah an. Und das, was er in Matthäus 4, Vers 10 sagt, ist auch das, was die Muslime heute praktizieren. Und mir fällt noch eine Sache ein. Alle Christen sollten es wissen, zumindest alle Andersgläubige oder beziehungsweise auch Christen. Wenn Jesus wirklich Gott ist und diejenigen in die Hölle gehen, die nicht an seine Gottheit glauben, dann müssen doch mehrere und eindeutige Verse darüber in der Bibel existieren. Abdul oder irgendjemand soll uns die Stellen zeigen, wo Jesus in den vier Evangelien eindeutig sagt, ich bin Gott, betet mich an, ansonsten werdet ihr Höllenbewohner sein. Wir reden immerhin von Höllenfeuer. Da muss man ja ganz ausdrücklich vorgewarnt werden. Abdul soll uns diese Stellen zeigen, wo Jesus dies wirklich sagt. Ihr solltet eins wissen. Nicht der Koran widerspricht die Bibel, sondern die Bibel ist es, die der Bibel widerspricht. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.